So, meine lieben Freunde, willkommen mal wieder zu einem neuen Video. Luke-Kicken-Shop, ja, das Thema des heutigen Videos. Wir haben hier wieder ein super Paket voll mit Reptika-Schuhen. Ja, tatsächlich aber auch nur einer. Wir schauen heute gemeinsam rein. Falls ihr Interesse an mehr habt, dann gerne auf diesem Kanal vorbeischauen. Meine Kanäle wurden des Öfteren gelöscht, deswegen ist der Kanal hier noch ziemlich klein, aber man kennt mich. Ich bin ein Geist in der Szene auf YouTube. Für Replikas, hatte auch schon etliche Interviews bei Steuerung F oder auch schon bei Pro7, was auch schon alles online ist. Wer da Interesse hat, kann sich da gerne meine Interviews reinziehen zu dem Thema Replika kaufen, wie auch immer, wie sich das entwickelt hat. Ich mache das hier schon seit 6 Jahren, sprich, ich kenne mich auf jeden Fall schon so mäßig aus, ja, mit diesem ganzen Thema. Ich habe schon vor 6 oder jetzt schon fast 7 Jahren, ja, so Replika-Schuhe bestellt, da war noch alles ganz anders. Da waren noch die Yeezy Boost 350 The Turtle Dove im Hype. Wer das noch kennt, die Zeiten, wo wir noch alle kleine Hosenscheißer waren. Tatsächlich, dort hatte ich auch meine allerersten Schuhe geholt, wo ich dann tatsächlich auch flexen wollte. Muss ich ehrlich so zugeben. So, Luke-Kicken-Shop, wir schauen gemeinsam rein. Wie ist die Qualität, ja, hier bei den Schuhen? Ist das eine gute Seite, um Replika-Schuhe zu kaufen? Wie man dort kauft und also was man dafür tun muss und wie das alles abläuft, das schaut euch mal lieber selber auf der Seite an. Wenn man nicht auf den Kopf gefallen ist und jetzt nicht rumsabbert vom PC, der kriegt das auch alleine hin, dort was zu kaufen. Das geht schon auf jeden Fall fit. Das ist auch ein ganz normaler Shop. Und wer auch nicht das erste Mal so im Ausland was bestellt, sollte das auch, ja, so sollte das kein Problem sein, weil das hat sich auch verändert. Ja, wie gesagt, ich mache das schon seit 6 Jahren damals, wo ich ja noch bestellt habe, brauchte man noch unbedingt eine Kreditkarte, die das denn kann und alles. Und das war ja damals, also wer damals eine Kreditkarte hatte, ich hatte keine. Und meine Mutter hatte auch keine damals, wo ich klein war. Und da mussten wir zu einem Nachbar rennen, hier in der Umgebung, der eine hatte. Und der hat das dann für mich bezahlt. Das wäre ein Riesenakt für mich, nur um diese Schuhe zu kaufen. Das ist heutzutage ja ganz anders. Jeder hat jetzt eine Kreditkarte. Die Kreditkarten sind ja nicht mehr diese Kreditkarten, wie sie damals mal Kreditkarten waren, sondern diese Visa-Debitkarten kriegt ihr ja hinterhergeschmissen. In der Regel kosten diese Konten auch gar kein Geld. Deswegen ist das schon mal an sich, ja, was Kreditkarte angeht, ja gar kein Problem. Damals gab es noch die Möglichkeit Western Union, wer das kennt, eine Auslandszahlung. Das ist ja heutzutage ganz einfach über PayPal auch machbar. Also PayPal-Zahlung geht da auch auf den Seiten, sogar mit Käuferschutz. Also was will man mehr? Ihr kriegt ja sogar ein Paket über ein Dreiecksland, sprich, das kommt gar nicht aus China, wie das früher war. War da immer chinesisches Packaging und meine Mutter dachte sich, was hast du für ein Drogenpaket aus China bestellt? Also heutzutage kriegt ihr so ein Paket hier, das sieht ja normaler aus, als ein Paket nur normal aussehen kann. Sogar mit einer, also sogar hier mit einem deutschen Absender. Das Paket kommt trotzdem aus China, so ist nicht. Das geht aber über einen Dreiecksland, was das genau ist. Also möchte ich jetzt hier gar nicht so genau erklären. Aber auf jeden Fall geht das über Dreiecksversand, erklärt sich schon von selbst. Das geht halt über 3 Hände, wird erst zu einem Logistikcenter versendet. Die verpacken das dann hier nochmal neu oder ziehen die Tüte ab, bevor dann halt, weiß ich nicht, China EMS-Package drauf stand. Kleben dann hier nochmal was drauf oder diese Packaging das dann nochmal und dann geht das hier weiter. So ungefähr läuft das dann ab. Wie das genau abläuft, ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Also so brennend kenne ich mich nicht aus mit den Logistik-Sachen, wie das mit dem Dreiecksversand läuft. Das hat ja Temu und Co. auch. Also dieselben Adressen stehen bei Temu auch drauf. Meine Hände sind total rot auf der Kamera, da sind sie in echt nicht. Ich sehe aus, als hätte ich, weiß ich nicht, schon 10 Stunden gearbeitet. So, wir haben hier schöne Nike-Schuhe. Air Jordan 1er, Fragment, Low. Wir schauen gemeinsam rein. Wir haben ja dieses so tolle Paket hier mit nochmal, zack, hier dem Box-Label, was jetzt hier falsch schon drin ist. Wir schieben mal hier unsere Hülle ab, die schon mal hier super aussieht. Dann haben wir hier einen clean Karton, der auch vom Zustand her super aussieht, das muss man sagen. Und dann haben wir hier nochmal unser Boxlabel. Wir machen den Hasen hier auf. Und was haben wir hier drinne? Wer hätte es gedacht? Auch hier, guck mal, selbst da alles drin beschriftet. Also besser geht's gar nicht. Ja, was immer noch mehr mit einem Replika. In der Qualität hier. Das ist wirklich super. Also, wir haben jetzt hier einen, ja, man kann schon sagen, 1:1 Fake Air Jordan Low Fragment Travis Scott. StockX Tags sind mit dabei. Wir haben das schöne Papier hier, sonst ist der Karton leer. So sieht er dann aus. Wir haben noch hier, wir schauen uns das mal gemeinsam direkt an, die 3 verschiedenen Schnürsenkel. Einmal pink. Warum pink? Das passt einfach und sieht cool aus, warum auch immer. Ist halt, na, Travis Scott. Dann haben wir nochmal schwarz, finden wir halt auch im Schuh. Und blau, logischerweise auch. Und regulär sind diese Beigen dran, die ich auch tatsächlich am besten finde. Deswegen würde ich dabei auch bleiben. Das findet ihr halt generell auch hier am Haken. Diesen schönen Off-White-Beige-Ton, so kann man das ja nennen. Auch vorne an der Lasche ist das so schön beige. Und wer kennt,
Ja, wer kennt's, ist die Kontur hier leicht rosa. Das ist toll. Wahrscheinlich deswegen auch pink oder leicht pink. Das könnte man wahrscheinlich so sagen. Das ist ja toll gemacht. Ja, ihr seht das schon, das schimmert hier so leicht durch. Das ist hier unser Air Jordan 1er Low Retro Travis Scott. In Kooperation mit Travis Scott und in Kooperation mit Fragment. Eine komplizierte so Kooperation. Aber hier ein wunderbares Modell, was hier rauskam. Gleich mal hinten angefangen. Sehen wir das Coloring erstmal super. Von der Sohle. Hier haben wir gleich nochmal so einen kleinen Print. So ein Fabric Print, was ja total cool ist. Mein Gott. Dann haben wir hier nochmal so ein Face reingedruckt. Ja, reingepresst, reingestanzt. Wie auch immer gedruckt ist. Ist ja nicht wirklich, aber doch auch ja, gedruckt. Und dann noch so, so eine 3D-Optik gemacht. Das sieht echt toll aus. Dann haben wir hinten nochmal an der Hacke gleich nochmal so ein Lederpatch, der hier ist mit einer ganz feinen Lederstruktur. Sieht auch toll aus mit nochmal so einem Stick drauf. Cactus Jack. Ja. Fahren wir denn hier an der Seite weiter, kommt uns gleich der große Haken entgegen. Wie gesagt, mit dieser pinken Kontur. Und wir sehen hier haben wir gleich schon eine gröbere Lederstruktur, die auch wirklich sehr, sehr, sehr ordentlich aussieht. Alles super hier vernäht. Auch hier, ja, wie der Übergang ist, das sieht wirklich ordentlich aus. Sonst haben wir da drunter so ein schön weißes, feines Leder, wie auch hier mit dem schwarzen, feinen Leder, wie wir das sonst auch von Jordan 1ern regulär kennen oder auch von dem Fragment kennen. Ja. Das sieht super aus. Hier haben wir gleich nochmal so ein weißen Print, white on white. Vorne sieht das auch super aus, auch hier mit den Nähten. Auch das Coloring generell von der Sohle ist hier super. Wir kennen das bei manchen Nike Dunks oder so. War das hier mit der Farbe immer so unsauber, was aber hier gut ist. Das erwarte ich auch bei einem Schuh, der im Reset dann fast 1000 Euro kostet. Das sieht dann hier super aus. Schön blaue Sohle. Ich finde sowieso ein sehr geiles Modell mit dieser blauen Sohle. Also ja, also dieser Kontrast hier allein, dieses Beige-Blau ist wirklich sehr, sehr, sehr geil. Und sonst, wie gesagt, Made in China, auch das Original. Wir haben hier nochmal sozusagen den Tag. Wir haben hier auch nochmal, zack, den Tag Nike Air Fragment Design. Und auch die Lasche hat, wie gesagt, diesen Beige-Ton. Wir sehen auch hier, das ist hier wirklich eine super Qualität. Auch hier die Konturen und Co. sind hier wirklich ordentlich. Also besser geht es auf jeden Fall nicht. So, ja. Was will man mehr? Das ist hier eine super Sache. Wir haben hier gleich nochmal schöne Socken mit dazu bekommen. Das war es eigentlich schon. Also checkt die Seite aus. LukeKick.shop. Ihr wisst, eine super Seite. Ist auch nicht das erste Mal, dass ich auf der Seite bestelle. Ist jetzt hier so ein Side-by-Side-Video gewesen. Zeige ich euch nochmal, was habe ich bestellt, wie ist die Qualität. Ist LukeKick wirklich eine gute Seite und kann man dort so gute Replika-Schuhe bestellen? Antwort ist ja. Ist die Qualität gut? Antwort nochmal ja. Checkt die Seite aus. Folgt mir gerne auf Instagram, damit ihr meinen nächsten Kanal, falls der hier wieder gelöscht wird, kann morgen passieren, kann auch heute passieren. Deswegen folgt mir auf Instagram. Wunderschönen Abend, meine Freunde. Und ciao.